Ja, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur, was haben wir denn jetzt, 7. Folge? Ja, 7. Siebte Folge, ne? Kommen wir nicht durcheinander. Ich glaube schon. Ja, wieder mit Michael. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir hatten jetzt gerade ein kleines Problem. Der liebe Phoenix bei Ghostlike im Team hatte einen Timeout und somit hatten wir eine 5-minütige Pinkelpause. Wir hatten natürlich in der Zeit jetzt einen Tame da liegen. Den konnten wir jetzt nicht abbrechen, der liegt da jetzt immer noch. Hier steht auch immer noch der Dilo rum. Ja, und ich komm auch nochmal fix dahin. Ja, komm du mal fix dahin. Also er hat noch 5 Narkotik, ey. Das sollte jetzt auf jeden Fall reichen, hoffe ich. 5? Ich habe jetzt kein Narkotik mehr gefarmt, ne? Ja, aber... Das war ja eh Unterbrechung. War jetzt eh Unterbrechung, deswegen habe ich jetzt nichts Neues gefarmt. In der Zeit stand jetzt AFK in der Base, aber... Ja, ich habe halt hin und wieder was... Weiß ich, ja, mit 5 Narkotik. Ja, ansonsten laufe ich schnell nochmal hoch. Drückst ihm nochmal alle rein. Ja, das ist noch zweimal fressen, ist die Frage, wie viel Hunger hat er denn jetzt? Ja, da hat er gerade erst gefressen, ne? Also. Ja, komm. Ja, im Normalfall dürfte der eigentlich durchgehen, aber zur Not. Setz einfach. Farm sonst eh. Wir brauchen eh noch welche. Ja, jetzt farm nochmal welche und dann. So, ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Movement Speed, auch wenn es nur 2 gibt, aber. So 110, 120 Movement wäre schon geil. Kannst du vor dem Meister schon mal wegrennen, außer Alpha Raptoren. Und da haben wir ja einen gegenüberliegen. Ja. Wenn der zum Beispiel. Ja, wobei, ich weiß nicht, ein Terizino, Level, vielleicht Level 50 gleich oder so. Was kriegt der Level? Keine Ahnung. Plus 16 aktuell. Haben wir den auf Level 49? Wenn wir den ein bisschen leveln und vielleicht nachher einen Sattel drauf haben und der Raptor ist nicht zu hoch, könnte man überlegen, ob man sowas vielleicht klatschen kann. Aber wir müssen erstmal 60 werden. Der war 30, by the way. Ja, gut. Nichts gesagt. hab ich gesagt, dass der Raptor... Na gut, das hab ich. Ja, das... Und ne, Dilo, verpiss dich hier. Oh ja, das war ein Premium-Schuss. Oha. Soll ich jetzt applaudieren? Ich tame jetzt gerade einfach die los. Nice. Während ich hier am Strand rumstehe. Zur Not stellen wir die nachher irgendwie ins Gebäude rein und wenn die sterben, wissen wir, dass einer in der Base ist. Aber wir sollten jetzt echt gucken, dass die Base dann einigermaßen zu wird. Also Terry sollte jetzt gleich getamed sein. Ah, jetzt hat sie nach Sag mal, das ist das. Ruhe. Das ist schon. Das ist in der heutigen Session die letzte Folge, die wir aufnehmen, ne? Echt? Nee, vorletzte. Ja, ich hab ich nichts gesagt. Doch gedacht schon. Nee, vorletzte. Ich, ja. Ja, du bist jetzt gerade schon richtig verpeilt. Du laberst ja nur schmal. Ja, ich gesagt. Ich denk die ganze Zeit, der Terry ist fertig, aber. Soll ich dich mit einem Flöten spielen, wie du ihn gerade schaffst? Ach, ruhig mit deinem Flöten. Die habe ich immer noch nie bei mir liegen. So, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich nehme noch mal ein paar Narkotika. Ansonsten farm schon mal Bauteile. Ich bring den Terry gleich mit und die Dilos. Ja, braucht er jetzt noch Narkotik? Er ist auf Hälfte. Ja, doch. Er hat jetzt einmal gefressen. Der muss jetzt noch zweimal fressen. Der ist jetzt schon wieder auf Hälfte bewusst betäubt halt, ne? Ich geh jetzt einfach safe. Krass, Alter. Das ist viel schlimmer als ein Spino. Ja. Jetzt hat er noch einmal gefressen. Er könnte beim nächsten Mal fertig sein. Heißt, rein theoretisch müssen wir nichts brauchen. Aber zur Not leg's mal rein. Ich komme. Weil das sinkt echt schnell. Der hat jetzt mit anderthalb Mal fressen, hat er die Hälfte an Benommenheit verloren. Jo. Wenn das gleich so ein Ratespiel wird, hau ich dem lieber nochmal 5 rein. Ist so. Ja, genau. Tor, du kannst ja sehen, ist, aber. Steht auf. So. Hallo. Der Dilo, Alter. Er tut so. Auch noch ein Dilo. Ah, da drüben liegt er ja. Ich muss mir Schutz schaffen hier. Siehst du, wie heftig das runtergeht? Es ist schon wieder auf eine Drittel. Ja. Das sollte doch nochmal sein. Oh, nochmal sicher. 4. Scheiß auf die 4 Narcotics. Haben wir 0, nichts gefarmt. Ja. Jetzt nochmal einmal Fortitude. Jetzt habe ich 18. Oh, ich bin jetzt auch bei 18. Ich würde, wenn wir auf 20 hochgehen, dasselbe gilt dann beim Movement auch 20% nochmal. Eben haben wir dann immer noch keine. Immer wenn einer einen Stein aufhebt, denke ich, neben mir schlägt eine Bola ein. Ja, das war keine Absicht, ich wollte eigentlich nur ein Schlückchen nehmen. Ich bin auch die ganze Zeit ehrlich gesagt übel panisch. Ich habe vorhin auch, als wir den Trike umgenockt haben, ne, schlug ein Pfeil von dir neben mir ein. Alter, ich dachte halt, da wären Gegner. Oh mein Gott. Ah, geht jetzt durch, aber stell mal vor, jetzt käme hier auf der anderen Seite, käme jetzt hier gleich irgendwie. Ach, Ghost steht da auf einmal und fängt an, auf das Ding drauf zu schießen, ne? Dann stelle ich mich aber selber davor. Dass hier ein Kill dafür, ey. Da stelle ich mich dazu, ey, und nimm die 2 Dilos mit. Ja. Ich glaube, ich muss, nachdem die Einstellung bei Ark ja ständig zurückgesetzt werden, muss ich meine
greif mein Ziel an Taste nochmal umbelegen, dass wenn wir sowas wie die Dilos haben oder Anteri, dass wir die Viecher pfeifen können. Ich muss bei der Welt sagen, ich stelle mir das richtig cool vor, wie man hier so davor steht und versucht, die Pfeile abzufangen. Ja, ist echt so. Kommt so ein Pfeil, nein! Und springst da so ein Slow-Mo her. Und springst einfach vor dem Pfeil vorbei und der Pfeil ja. Ein, der ist in tot, Alter. Leben wir vorbei, ich würde mich, glaube ich, ins Ertränken gehen hier. Ja. So, noch 25 Hungerbraucher. Ja, das ist okay. Also, wir sind jetzt so produktiv, indem wir jetzt beide hier zusehen. Ich guck halt die ganze Zeit, ob ich irgendwo eventuell mal einen Gegner sehe, weil. Es ist halt jetzt schon Folge 7 und die Leute denken sich halt vielleicht auch mal irgendwann, yo, wir sind viel produktiver als ihr. Ja, nice. Hallo. Was hat er jetzt an Stats? 1700 Leben, 172, okay. Wenn den vielleicht auch ein bisschen auf Lebensskillen, Damage macht er, denke ich mir, für den Anfang genug. Ein Sattel wäre halt jetzt schön in der Sache, dass wir auch einfach so viel Holz fahren könnten, ne? Ja. Pull du den mal in die Base, ich pull die Dilos. Ja, der folgt ja easy peasy, hab ich so. Ja, ist das wie schnell, Alter, das ist ja widerlich. Alter, der ist schneller als ich. Ja, ist er auch. Die ganze Zeit abbremsen. Alter, ich will das Ding reiten. Wir müssen unbedingt Sattel holen. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, du bist aber ganz lustig, ne? Das klang aber jetzt. Also, das klang jetzt richtig komisch. Muss ich wirklich sagen. Also, ich weiß nicht, ob es an der Betonung lag oder am Zusammenhang, aber. Kam jetzt einfach, sonst bin ich ja nicht so klein. Ja, red dich jetzt raus, bitte. Ja, habe ich vor. So, ich bin ja schon da. Auch eine Pike, meine Speere. Ja, ich töte gerade Moshops, weil wir Leder brauchen. So. Wie viel Metall hattest du eigentlich gerade geholt? Wieder 160 ja, oder? Knapp, also in beiden ist 7 mal 60, wobei. Lol, der hat einfach den Baum weggenatzt. Was ist mit dir los? Der hat ja einfach gerade neben unserer Base einen Baum weggenutzt. Geil. Alles ja, unsere Base wird halt nach und nach auch offensichtlicher. Schon wieder Nacht, Alter. Jetzt haben wir den ganzen Tag lang Kaffeepause hier gemacht, jetzt haben wir wieder Nacht. Alter, das war ja auch einer der fetten Bäume hier. Das ist nicht so geil. Och, Dilo, jetzt komm. Der boxt ihn einfach um. Läuft bei ihm hart. Der ist nicht zufällig auf Wandering oder so, macht es dann automatisch. Hä? Nein. Keine Ahnung. Das Ding ist, der kann halt auch noch Fasern sammeln und so ein Scheiß, wenn wir das halt brauchen. Wir brauchen keine Sichel, kein nichts. Wir brauchen einfach nur den scheiß Tiramisu-Sattel. Jetzt sind andere Dilos schon wieder hin. Was können diese Dilos eigentlich? Wie unfähig sind die denn? Spucken. Ich geh mal nochmal ein bisschen Holz farmen, weil wir brauchen für die Öfen, für das Metall. Da war kein Holz mehr drin, um das zu schmelzen. Jo, ich bin dann... Ah, da bist du auch schon, oder? Ha, hi. Ja, ich komm dann so langsam. Oh. Wahrscheinlich total sinnlos, diese Dilos jetzt, aber egal. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nochmal Metall holen sollten, weil das 7x60 ist halt instant Tour. Ja, das Ding ist Kugeln, ne? Die kosten aber, auch nochmal jedes Mal ein Zahnteil. Das wäre halt die Überlegung, aber ich habe jetzt keinen Bock, da Nacht erstmal loszufliegen. Vielleicht warte ich. Wir können am Tagesanbruch vielleicht nochmal machen. Könnte zum Ende der Folge hin nochmal schaffbar sein. Ich werde jetzt aber auch erstmal. Lol, Alter, wir haben ja gar keinen Baum mehr hier. Ist ja alles weg. Yeah, ist jetzt übel offen. Wir dürfen auf keinen Fall die Steine wegmachen. Er hatte nur 38 Holz drin. Also ja, aber guck dir mal generell die Base an. Ich meine, ich habe hier und wieder auch schon mal aus Versehen einen Baum angeschlagen oder so, aber wir haben ja... Ja, wir mussten einmal fällen, weil ich da drin stand. Aber das ist... Also sagen wir so, dieser eine Stein hier vorne, der blockt das halt übel, ne? Also wenn du da hochläufst, siehst du halt noch nichts von der Base. Genauso wie mit dem... Nach hinten hin ist es eher wichtig, glaube ich. Also hier nach vorne müsste halt schon ziemlich random einer vorbeilaufen. So, ich werde jetzt mal nochmal ein paar Mauern und ein paar Dächer... Wenn ich ehrlich bin, das traue ich den zu. Alter, wieso benennst du nicht? Weiß. 6 Pfeile und keinen Speer. Ich fühle mich nicht sicher. Das ist mir jetzt egal. Alter, ich sehe quasi gar nichts. Ja, hey, mir wäre es irgendwie persönlich echt wichtig, dass wir schauen, dass wir demnächst so früh wie möglich haben. Ja, denkst mal bessere Rüstung machen, weil Hide ist halt. Ne? Ja, Flak, dann Level. Ja, aber. Chitin kannst du halt knicken. Also, wir müssen jetzt jede Mega-Neuere, die wir irgendwie finden, sofort aufsammeln. Ansonsten kannst du das halt mit Flak komplett knicken. Mit Chitin. Ja, ist schon klar. Oh, nicht so geil. So, hier rein, Thatch brauche ich noch. Mach ich mir hier mal nochmal einen Fallschirm. Bin komplett paranoid. Komplett. Das ist geil. So. Ein Fallschirm, mehr Fasern.
Hier ohne Fallschirmhoben, was ist los mit mir? Bin ich krank? Ja, möglich. So. Aber wir müssen halt jetzt ohne Ende Steine farmen, ne? Ja, ich bin jetzt gerade dran. Was farmst du gerade schon? Wände. Ach, du farmst gerade. Okay. Sagen, unser Haus machen wir erstmal nicht höher als 2 hoch, ne? Wir können ja immer auf 2 hoch. Soll ich dann schon mal auf Ceilings gehen hier? Ja, jo, mach mal 9 Ceilings fertig. Oh. Mein Gott, die Steine lasse ich mal hier. Können wir es dann noch gebrauchen, das Mitty. Da, jetzt wäre wieder theoretisch wieder Tagesanbruch. Weiß nicht. Geht halt über schnell. Ich habe jetzt 8 Wände wieder am Start. Level up. Und mal eben wieder ein PlayStation mal. Echt wirklich, also es ist einfach nur schade. Ich meine, in der Aufnahme merkt man das tatsächlich nicht. Weil die Grafikkarte dann eher auf Aufnahme umschwenkt. Aber ich habe, wenn ich jetzt hier laufe, durch einen Wald mit ganz vielen Gräsern, an manchen Stellen tatsächlich nur 20 FPS oder so. An anderen Stellen geht es dann teilweise auf 80, 90. Geht bei mir voll klar eigentlich. Okay. Wände habe ich jetzt sogar noch 2 übrig. Schluss. Halten wir mal schön da. So. Wir sollten halt noch mal Cortex den ganzen Tag lang eingestellt lassen, ne? Ja. Zündpulver könnten wir gleich auch noch mal anlegen. Was? Soll ich noch mal ein bisschen Zündpulver schon mal holen? Die ganzen kleinen Steinvorkommen auf dem Boden könnten wir wegschlagen. Ja, das tue ich hier draußen auch schon gerade. Ich schaue, dass ich so wenig möglich auch wie hier draußen große weghaue. Nur weil die Hoffnung da ist, dass die uns noch ein bisschen blocken quasi. Habe ich denn jetzt 6, nur 3. Jetzt fehlt wieder. Gib mir dein Holz. Man merkt schon irgendwie im Vergleich zu den Projekten zu sonst, es fehlen einfach die zusätzlichen 6 Mitspieler. Zu dem, was man alles machen möchte. Ja, richtig. Dem, was man alles vorhat. Also einer, der jetzt den ganzen Tag lang ausgestattet wird und erkunden geht, ein anderer, der jetzt sich nur um Tames kümmert, 2, 3, die nur farmen, einer, der baut. Jetzt musst du halt alles irgendwie unter einen Hut bringen und hast dann auch noch Zeitdruck. Ja, und jetzt schauen noch die 6 anderen zu und denken sich, was machen die eigentlich? Die, ja, und denken sich, mit den Deppen spielen wir sonst, genau. Ja, genau. Ja, eine Zumutung. So. Aber 9 Ceilings. Easy. Ey, ne? Ich hab manchmal habe ich echt kurzes Chaos hier. Da einer muss ich. Was ist ein Dings? Manchmal habe ich echt so einen kurzen Überblicksverlust. Da weiß ich gerade kurz nicht, wo ich hin muss. Hm. Wenn ich mich da so 5-mal, 10-mal, keine Ahnung was, im Kreis drehe, um Steine zu farmen. Läuft bei dir. Als würde mir schwindelig werden. Jetzt gerade mal ein bisschen da aussortiert. Ich fühle mich kurz wie Honey. So. Du hast dich nicht angegriffen für den Honey. Ich dachte jetzt ein Beispiel. So, wir könnten tatsächlich gleich die erste Waffe schon mal bauen, dass wenn man sich zufällig begegnet. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn man sich zum Beispiel jetzt auf dem Metallwerk oder sowas begegnen würde, weil es halt so öffentliche Punkte sind. Ja. Dann müsste ich denjenigen wahrscheinlich auch schon, also du kannst ja mit dem Revolver oder so mit der Flinte hinterher schießen, aber die Frage, wie effektiv triffst du den da tatsächlich, wenn der da einen Abgang macht mit seinen, vielleicht haben die alle ein bisschen Movement Speed gelevelt. Also ich würde theoretisch vorschlagen, dass wir jetzt nochmal Metall holen gehen wollen. Weil, warte, das Weil kommt gleich, weil Tages, weil... weil unser Haus zu ist und weil wir Metall brauchen. Können wir machen, ich stelle eben noch ein bisschen Zündpulver an. Ja, ich habe daraus auch schon ein bisschen Gunpowder. So, ich habe mir gerade Bären wie normal. Ach, ich habe ja Fleisch hinten.
Ich hasse es. Was die editieren, ey. Krieg hier zu viel. Es läuft immerhin schon mal ein bisschen was durch. War das nochmal raus. An! So, auf 0 Slot lege ich mir jetzt Bären für so einen Scheiß Klauf. Schafft das? Kommen. So. Ich habe gerade einen Kampf gegen den Mörser gewonnen. Das nice. Klingt absolut komisch, wenn du dieses Geräusch machst. Ja, hey, also jetzt. Ja, hey. Ich weiß ganz genau, ja, was wir sollten. Genau. Ich vorhin kritisiert. Genau, genau. Ja, jetzt hör mir auf, ey. Genau. Komm jetzt ran, ich will Metall fahren. Was machst du da für eine Scheiße? Beile holen. Boah, ich spring gleich rüber, ne? Doch. Ja, okay. Dann warte. Ich habe außerdem nur einen Fallschirm. Ich habe zwei. Ich bin vorbereitet. Schön, jetzt habe ich auch gleich zwei. Das ist ganz schön nebelig. Oh, da stehen direkt zwei Terrazinos. 34,5, by the way. 27 und 4 Terrazino. Genau. Ich brauch. Wo ist der andere Track? Warum steht denn der Track da hinten? Achso, das ist ein Argument. Den habe ich beim Bärenfahren da gelassen, weil ich Narko-Bären hatte und der kein Stamina mehr hatte und ich dann zu Fuß laufen wollte. Ich stell den mal zurück. So, ich habe jetzt noch ganz, ganz viel Zeugs dabei. Das muss ich jetzt irgendwie abladen. Bisschen Unordnung muss auch immer sein. So, das weg, das weg, das weg. Davon die Hälfte weg, das kann ich essen. Davon nochmal ein bisschen was weg. So. Das kann ich was tragen. Das kann ich essen. Das weg. Ja, Holz. Hast du noch nie Holz gegessen? So. Nö, bis da dann noch nicht. Also, bin am Stissel. Schmeckt's gut, oder? 3,5 Minuten. Ich möchte halt nicht in die Terrazinos reinspielen. Da links ist ein Bronto, ne? Nice, können wir gleich mal schauen. Hier. Level 6. Nice. Easy Tan. So, ja. Ich hoffe, das scheiß Zerodon, außer ich habe mich natürlich verschotten, es war kein Zerodon und habe einfach nur hyperventiliert oder so, ist jetzt weg. Perfekt auf dem Stein gelandet. Alles klar, gut, ciao. Ich opfer mich gerne fürs Team. Da ist doch schon gleich ein Metallblocken. Hier ist auch einer. Wieso überhaupt bis ganz hochlaufen? Ich lauf mal zum nächsten. Ja, tun Sie das. Falls von oben Trodon kommt, dann läuft er dich als erstes an. Okay. Normalerweise kommen die Viecher genau in dem Moment, wo man überladen ist. Ja. Ja, und der Metallbrücken ist auch schon weg. Ja, bei mir die genauso. Müssen wir doch hoch. Ja, komm, lass mal einmal oben sichern. Vielleicht ist da ja gerade einer. Dann können wir ein bisschen kämpfen hier. Da war gerade irgendein Vieh in einem Stein. Ich habe eine Anzeige von einem Namen gesehen. Etwas, mein Name. Raptor? Oh jo. Soll man den legen? Ich hab keine Betäubung. Wenn, dann musst du schießen. Jetzt. Hängt auf den Kopf. Hängt auf den Kopf. Jetzt. Go, go, go. Oh, Leute. Hast du gerade daneben geschossen? Hast du schon wieder daneben geschossen? Nein, ich hab getroffen. Okay. Er liegt. Als erstes Mal habe ich daneben geschossen. Welches Level? 18. So, pack Fleisch rein. Ja. Also Deal Fleisch, oder irgendwas angreift? Fleisch ist so eine Sache. Ich baue mir hier den Dings ja auf. Mach, man. Du brauchst auch nicht viel für den. Du bleibst da, ich gehe kurz gucken, ob ich irgendwas finde. Jo, 16 Fleisch ist drin. Ich würde ihn gleich einfach auf Follow packen und trotzdem mit dem Fallschirm einfach rüberfliegen, halt an eine Kante, wo der rüberlaufen kann. Ja. Wir könnten halt gucken, wenn jetzt hier einer irgendwo tatsächlich im Westen gespawnt sein soll. Die natürlich jetzt gerade übel offensichtlich hier. Hier geht's halt steil bergab, aber wenn hier unten am Fuße, wo halt ein bisschen Metall spawnt, jemand baut, wir halt immer nur bis zum Anfang des Berges laufen, werden wir die halt nie sehen. Also müssten tatsächlich irgendwann mal eine Erkundungstour starten, aber das macht so schnell noch keiner. Alter, stirbt der mal, der ist nur Level 18. Das bist du gewesen? Direkt neben unserem Raptor. Ah, wo war der Raptor? Direkt neben dir. Richtig. Das war ernsthaft, ich bin gerade zu blöd, dich wiederzufinden. Warum geht man 3 Meter hier weg? Dreh dich mal um. Ah, da hab dich gerade quasi schon angeguckt. Ist jetzt gut, ne? Ist genug gelacht. So, wir haben jetzt quasi, wir werden die Folge wahrscheinlich hier oben beenden müssen. Ich war noch ein bisschen verlaufen. Das sah einfach so geil aus, wie du da vorne stehst und der Klippe unter, oder halt an den Vorsprung da drunter schaust. Einfach so richtig, Leute, ich stehe so 5 Meter hinter dir gefühlt. Göttlich. Toll. Ja.
Aber der wird gleich knapp zu Folgenende wird er fertig. So. Right. All right. Nimm den nicht auf Follow. Ich versau's nur. Ich geh weiter weg, ist du. Echt schon? So, du bist dran. Also ich bin dann. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt, waren ein bisschen produktiver als die Folgen davor, muss man schon sagen. Und du brauchst einfach noch Metalle oben ab, läuft bei dir. Natürlich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder in der nächsten Folge, in Folge 8 dann, wenn ich wieder Ansage mache. Bis dann. Tschüss.